Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal wieder vier solche Ü-Eier aufmachen mit zwei garantierten Figuren. Und ja, dann machen wir das Paket mal auf, packen die Eier mal raus. So, und jetzt schauen wir mal, was hier Schönes drin ist. Schwupp. Naja. Wie gesagt, die Vorderfronten sammle ich immer noch. Da gibt es ja eine Sporttasche für. Und wir haben hier, ja, als erstes mal wieder so ein, ja, Malstift, den man dann hier so einklipsen kann und dann kann man hier mit malen. Gut, wer es braucht, machen wir Ei Nummer 2 auf. Es klappert überhaupt nicht. Oh. Ja, da haben wir hier so einen Malroboter. Damit kann man malen. So eine Art Zaubertafel ist das. Finde ich persönlich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Und dann kann man hier drauf malen und dann dreht man hier hinten und na, flupp, ist es wieder weg. Hier ist so ein Rädchen dran, da kann man dann hier das so einstellen, dass man malen kann und dann zack, wie von Zauberhand ist es verschwunden. Ja, gar nicht mal so übel das Teil. Der Elefant wird dann hier unten dran geklippt. Also, das finde ich schon mal ein gelungenes Spielzeug. Das gefällt mir. So, aber jetzt kommen wir nun endlich zu den Figuren. Und jetzt bin ich mal gespannt, was denn hier drin ist, was sich hier drin befindet. Es klappert und wir haben, jawohl, wir haben, wie heißt er denn? Hank. So, könnt ihr euch dazu die Geschichte durchlesen. So, wir haben jetzt den Hank, ich habe Nemo, ich habe Merlin, ich habe die Krabbe, ich habe Dorothy, ich habe den Hai, ja, fehlt mir nur noch der Otter und dieses Teil. Ja, was immer das ist, ich bin immer noch nicht auf den Namen gekommen, wie es denn heißt. So, und hier haben wir nun den Kraken, nicht die, sondern den. So sieht er aus. Ja, gut, er, so wie ich das sehe,
ändert er auch, glaube ich, die Farbe hier so ein bisschen. Also wenn man ihn ins warme Wasser tun würde, dann würde er, glaube ich, ein bisschen heller werden. So schaut es auf jeden Fall aus. So, und kommen wir jetzt zur zweiten Figur. Da bin ich wirklich mal gespannt, was jetzt da drin ist. Und es ist wieder mal eine Doppelte, was eigentlich auch nicht so schlimm ist. Weil, wie gesagt, wer möchte, kann gerne mit mir tauschen. So, ich baue den Kleinen hier mal kurz zusammen. Ja, das erste Mal hat es noch ziemlich lange gedauert, beim zweiten Mal geht es wesentlich schneller. Zack, wenn man ihn hier so rollt, dann bewegt er hier vorne seine Scheren. So sieht er aus. So. Gut, wenn er drin bleibt, seht ihr die Tierchen dann nachher nochmal in Nahaufnahme. Nur die beiden halt eben. Und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.